Sie glauben, Jason Bourne war die ganze Geschichte? Nein, da ist noch mehr im Gange. Es gibt drei Hauptfiguren. Einen Soldaten, eine Wissenschaftlerin und einen Meisterstrategen, den Architekten. Hören Sie zu, was ich Ihnen sagen möchte. Wissen Sie, was ein Sündenesser ist? Tja, genau das sind wir. Wir sind die Sündenesser. Wir sind moralisch unvertretbar und unbedingt notwendig. Bayer könnte nicht das tun, was er tut, wenn es nicht einem höheren Zweck dienen würde. Sie verlangen von mir, die wertvollsten Aktiven zu eliminieren, die wir jemals im Einsatz hatten. Ich bin Patriot, genau wie Sie. Wir beide haben unsere Jobs bekommen, weil wir die Stärke haben, zu tun, was notwendig ist. Bayer rechtfertigt bestimmte Aktionen mit einer höheren Moral, an die er glaubt. Verdammt, wer ist das? Es ist Aaron Cross. Wir müssen ihn finden und ausschalten. Er gehört zu der Sorte Mensch, die immer das Schlimmste vermuten. Er ist sehr nüchtern. Fangen Sie an zu bedenken, welche Konsequenzen das hat, wenn uns diese Sache aus dem Ruder läuft. Das bedeutet was? Dass wir das gesamte Programm auslöschen. Es spielen sich Dinge ab, über die er sich selbst wohl nicht ganz im Klaren ist. Die Gefahr ist, dass man die Spielchen nie so unter Kontrolle hat, wie man hofft. Alle mal herhören, das ist ein nationaler Notstand. Na los, na los! Das Spawn-Vermächtnis. Ab 13. September im Kino.